Es ist Ausverkauf, Schlussverkauf in Deutschlands Fußgängerzonen. Doch diesmal ist es nicht die Ware, die da raus muss, sondern die Läden selbst. Aus und vorbei. Traditionsgeschäfte, einzelne Filialen, ganze Ketten. Der monatelange Lockdown, der hinterlässt tiefe Spuren, und zwar für immer. Es ist Zeit, das nicht mehr mit einem Schulterzucken hinzunehmen. Ab sofort gehört, finde ich, zu den täglichen Corona-Zahlen auch die Zahl der Pleiteläden. Die Zahl der Geschäfte, die in unseren Innenstädten gerade sterben. Das große Ladensterben, es hat längst begonnen. Bei Ihnen vor der Haustür zum Beispiel, denn das sind Ihre Fotos, die Sie uns geschickt haben. Aus vielen Kleinstädten, aus Kevela zum Beispiel, aus Bad Bergzabern, aus Flensburg und aus vielen anderen Innenstädten, Fußgängerzonen. Leergeräumte Ladenlokale, leere Schaufenster, Geschäftsflächen mittlerweile zu vermieten. Und damit gehen uns Geschäftsleute verloren, ihre Angestellten, Kunden, Menschen. Damit werden uns Begegnungen fehlen, Erinnerungen. Und was ist das Rezept dagegen? Bisher keins, außer abwarten. Darauf, dass die Infektionszahlen irgendwann mal runtergehen. Aber die sinken nicht richtig im Moment. Also bleiben die Läden auch dicht. Viele von ihnen für immer. Es gilt der Regierung immer noch als verantwortungslos, den Einzelhandel jetzt wieder zu öffnen. Aber wie verantwortungslos ist es eigentlich, den Einzelhandel nicht zu öffnen? Kann das überhaupt vernünftig sein, Geschäfte ein halbes Jahr lang zu schließen? Kann das richtig sein, tausende Einzelhändler pleite gehen zu lassen, ganze Branchen ins Internet zu verlagern und das Geschäft diesen Megakonzernen zu überlassen, die in Deutschland für genau diese Geschäfte noch nicht mal Steuern zahlen? Hier geht es nicht darum, dass wir alle jetzt wieder Lust haben, mal wieder shoppen zu gehen, erst recht jetzt im Frühling. Es geht um Existenzen, um Menschen. Und es geht darum, gegenüber diesen Menschen auch gerecht zu sein. Gerecht mit den Händlern, die anders als zum Beispiel viele Schulen sofort angepackt haben, investiert haben, ihre Läden fit gemacht haben für die Corona-Welt, mit Lüftungsanlagen zum Beispiel. Händler, die nie schließen mussten, weil man sich in den Geschäften angesteckt hätte. Nee, die mussten schließen, weil die Politik Sorge hatte, dass die Menschen sich auf dem Weg in ihre Geschäfte anstecken, in den Bussen und Bahnen. Ich finde es verantwortungslos, diese Geschäfte nun sterben zu lassen. Und darüber spreche ich jetzt im Bundestag mit Martin Schulz, dem früheren SPD-Chef, der ja früher selber Buchhändler war. Und mit Carsten Linnemann, Fraktionsvize der Union und Mittelstandsexperte. Unsere Innenstädte, viele Fußgängerzonen werden nach Corona anders aussehen als vor Corona? Da bin ich sicher. Also es ist so, dass man mit den Hilfen, die jetzt gezahlt werden, eine gewisse Zeit lang überleben kann. Das merke ich auch bei den Fachhändlern, bei denen ich selbst einkaufe. Die sind geschlossen, aber wenn ich als Abgeordneter mit denen rede, sagen die mir, eine gewisse Zeit gibt es noch, aber dann ist es möglicherweise vorbei. Sie sind selbst ursprünglich Einzelhändler, Buchhändler. Wie viele andere gibt es eigentlich im Bundestag? Wissen Sie das? Einzelhändler? Ja. Habe ich mich offen gestanden noch nie mit befasst. Müssen Sie auch gar nicht, kein einziger anderer. Ja, das ist eine Erfahrung, die habe ich nicht nur während der Corona-Krise gemacht, sondern als Politiker mein ganzes politisches Leben. Dieses Phänomen, wenn du abends den Laden zumachst, die Kasse zählst, nachts im Bett liegst und nicht weißt, ob der nächste Tag nicht der letzte ist. Diese Angsterfahrung, diese Sorge, die können nur Leute teilen, die selbst in dieser Lage waren. Und das ist das Schicksal vieler kleinerer und mittlerer Selbstständiger, dass sie wirklich nicht von mehr als vielleicht von Woche zu Woche, manchmal von Monat zu Monat kalkulieren können. Und da ist die Corona-Krise natürlich eine Katastrophe. Hätte ein Einzelhändler es für verantwortungsvoll gehalten, über Monate mittlerweile, über fast ein halbes Jahr sämtliche Läden geschlossen zu halten? Nein, das glaube ich nicht, nein. Die Situation, in der wir sind, die Frage, die Sie stellen, die kann man eindeutig nur mit Nein beantworten. Kein einziger hätte das getan. Eins ganz klar, man wird einen ewigen Lockdown nicht durchhalten. Menschen brauchen Menschen und keine Pakete. Und deshalb glaube ich, dass der Facheinzelhandel, wenn er sich auf die Individualwünsche seiner Kunden einstellt und wenn die Innenstädte lebhafter und wieder lebendiger werden, dann hat er eine große Chance. Menschen brauchen Menschen, keine Pakete. Vielen Dank, Herr Schulz. Danke. Sie haben hinter verschlossenen Türen gesagt, da rollt eine Dampfwalze durch unsere Innenstädte. Wie weit ist die Dampfwalze schon gerollt?
Der Einzelhandel steht am Abgrund der Stationäre. Das muss man so deutlich aussprechen, einfach nur als Beobachtung, weil ich natürlich jeden Tag mit Einzelhändlern in Kontakt stehe. Da geht es auf der einen Seite natürlich um die Wirtschaftshilfen, die fließen müssen. Aber auf der anderen Seite, am Ende des Gespräches, wird dann immer gesagt, wir wollen eigentlich gar keine Bittsteller sein und den Staat anrufen nach Subventionen und Geldern, sondern wir wollen eine Perspektive, wir wollen wieder arbeiten. Keiner negiert die Situation in Sachen Infektionsgeschehen, aber zwischen gar nichts machen und alles sofort öffnen, gibt es 80% kreative Möglichkeiten und das erwartet man von der Politik. Andere machen das, wie die Schweiz beispielsweise, die am kommenden Montag den Einzelhandel insofern öffnet, dass sie sagt, es dürfen nur so und so viele Kunden auf so und so viel Quadratmeter Platz finden. Man könnte auch mit Einzelterminen anfangen, wie es beispielsweise Rheinland-Pfalz jetzt vorhat. Das sind alles Punkte, dass man einfach mal anfängt, ein Hoffnungszeichen gibt, weil der Einzelhandel ist in Sachen Infektionsgeschehen nicht das Problem. Ich kenne die Sorge vor der Mobilität, aber trotzdem, wenn wir die Daten aufnehmen, als ersten Schritt für einen Einzeltermin werben, bin ich mir sicher, können wir die Nachverfolgung bestens garantieren, viel besser als das, was zu Hause bei dem einen oder anderen stattfindet. Wenn man jetzt so stark reglementiert ist, vorher online oder per Telefon einen Termin erstmal machen muss, dann zu einer bestimmten Zeit in dem Laden sein muss, dort auch noch alleine ist, dann ist der Spaß vielleicht etwas begrenzt. Wird das wirklich funktionieren? Ich glaube, man kann nur auf der einen Seite mit Einzelterminen beziehungsweise, dass man sagt, auf so und so viel Quadratmeter dürfen so und so viele Kunden. Mit solchen Konzepten, glaube ich, muss man beginnen. Mehr ist, glaube ich, am Anfang nicht möglich. Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Aber wenn wir nicht einfach mal anfangen und das nicht nur ausprobieren, sondern ich bin mir sicher, das wird funktionieren, dann wird gar nichts passieren. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir zumindest mal mit den ersten Punkten anfangen. Einfach alles dicht zu lassen und abzuwarten, dass die Corona-Zahlen irgendwann endlich runtergehen. Das haut nicht mehr hin. Wenn wir diesen Weg gehen, dann werden unsere Geschäfte noch monatelang dicht bleiben und ganz viele von ihnen werden wahrscheinlich nie wieder aufmachen. Dieser Weg ist eine Sackgasse. Der Handel, die Geschäfte müssen sofort öffnen, mit Einkaufsterminen, mit strengen Corona-Konzepten, mit Ideen und bald dann auch für Geimpfte. Denn mit unseren Fußgängerzonen geht hier gerade ein Teil von uns allen verloren. Hier geht's nicht um Shoppen. Hier geht's um Menschen. Musik